Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 2.2.2024. In diesem Tag steckt ganz viel Dualität. Ich habe hier die Karten von Katrin Wells-Stein. Das ist das mystische Tarot und ich mische immer so lange, bis eine Karte rausfällt. Und wenn sie jetzt schon rausgefallen ist, dann nehme ich die auf. Und hier ist die Welt gefallen. Die Welt ist immer auch der Abschluss. Es ist die letzte Karte im Tarot und somit auch eben, ja, was soll ich sagen, der Abschluss. Wir haben die acht Stäbe, die schnelle Kommunikation, das Ass der Kelche, und wir haben den König der Scheiben. Das Ass der Kelche ist immer eine Chance, hier etwas, ein Gefühl wahrzunehmen, ein Gefühl zu erkennen. Oder eben auch, dass es zu dir kommt, dass es jetzt hier mit dem König der Scheiben, der König der Münzen ist die Scheiben sind die Münzen, ist derjenige, der hier ganz sicher und fest im Leben steht. Seht ihr das, wie er hier auf diesem Geweih steht und trotzdem steht er fest und sicher im Leben. Und der Hirsch schaut in dieses Ass der Kelche. Ich will noch mal weiterlegen. Wir haben hier die Königin der Scheiben. Das ist das Pärchen. Und ich sage es euch direkt, wie bei mir immer, es muss nicht um die romantische Liebe gehen. Hier kann es um Geschäftsfreunde gehen. Dass hier entweder du, ich schaue ja immer von einer Dame, die auf einen Herrn schaut, eine Idee hast und dann kommt hier jemand und der sagt, ich steige damit ein, lass uns mal gucken, was wir daraus machen. Und ihr harmoniert wunderbar zusammen. Ihr habt die gleiche Energie, es ist die Erdenergie. Ihr versteht einander ohne große Erklärungen. Die Scheiben sind eben, die haben beide dieses Sicherheitsgefühl. Sie müssen auch mit beiden Beinen auf der Erde stehen und ihr versteht einander. Ich finde das gerade so wundervoll. Dann habe ich hier das Gilded Travel. Und das sind zwei. Ein Kartendeck ohne Zusatzkarten und ein Kartendeck mit Zusatzkarten. Deswegen können die Karten auch zweimal fallen. Lieben, es ist eine allgemeine Legung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen. Es ist eine allgemeine Legung. Ja, die wollen auch gesehen werden. Die nehme ich mal. Ich nehme die Karten, die rausfallen. Das ist der Hund in Kopflage. So, und jetzt haben wir hier zwei, vier, sechs, sieben Karten. Wir haben den Fuchs, die positive Veränderung und wir haben die alten Wege. Das mit den alten Wegen, das erkläre ich euch gleich. Dann haben wir hier den Herrn, wir haben die Öffentlichkeit, wir haben die Fische und wir haben, okay, ich soll den Herrn dahin legen. Ich mache das ja, wie es mir eingegeben wird. Und wir haben hier unten drunter das Haus. Das sind alte Wege nach Hause. Ich habe gesagt, ich habe zweimal die Kartendecks hier drin. Mit dem ursprünglichen Kartendeck habe ich ganz lange schon gelegt. Und ich wollte die auch aussortieren und dann haben die Engel aber gesagt, ich soll sie da drin lassen, ich soll sie dabei lassen. Das sind aber die Karten, die hier schon wirklich abgegriffen sind. Das sind die alten Wege. Ich habe diese Karte auch nochmal, die vollkommen in Ordnung ist, die ganz ist. Das sind die neuen Wege. Aber hier geht es um die alten Wege. Deswegen will ich das ganz deutlich machen. Und es sind die alten Wege nach Hause. Es sind die alten Wege von ihm nach Hause. Er, das ist der Schlüssel hier für dieses Haus, für diese Wege. Aber ich will vorne anfangen. Wir haben hier die Welt, die in Schieflage liegt. Die Schieflage bedeutet bei mir, dass die Energie arbeitet. Es hat nichts damit zu tun, dass die Welt hier in Schieflage gerät. Nein. Sondern es geht mit der Welt. Die Welt, die Karte hat eine Energie. Das ist die Energie des Abschlusses. Es ist die Energie des, ich habe keine Ahnung von Astrologie, ihr Lieben. Wenn ich das jetzt sage, dann, und das ist falsch, dann müsst ihr mir das verzeihen. Aber ich soll es wirklich so sagen. Von Erde,
von Mond, von Sonne, von Planeten, die hier ins Gleichgewicht gehalten werden. Und ich sehe ganz deutlich, dass hier ist die Welt. Das ist unsere Erde. Und das ist ein Teil ihres Körpers. Der Körper geht genau da rein über. Und es wird hier ein Gleichgewicht kommen. Ein Gleichgewicht, das in Arbeit ist. Ich habe bestimmt zu der Karte irgendwas Falsches gesagt, aber dann verzeiht mir das. Dann nimmt das einfach bitte so an. Was ich hier aber habe, ist dieser Hund und dieser Herr. Der Hund ist immer der Freund, der Kopf steht. Seine Welt gerät jetzt hier in Bewegung. Er sitzt auf diesem Stuhl und er schaut in die Vergangenheit. Und die Vergangenheit ist bei ihm hier, sie ist, ich will nicht sagen leer, aber sie wird weiß. Weiß ist immer die Reinheit, ist immer dass hier etwas Neues beginnen kann. Dieser Mensch hat an seiner Vergangenheit gearbeitet. Und er dreht sich jetzt um und ich arbeite ja mit Visionen. Dieser Kopf des Hundes ist gleichzeitig verschmolzen mit dem Kopf des Herrn, als wenn der hier so drauf liegt. Und er dreht sich um und er geht in die Öffentlichkeit. Das ist gleichzeitig der Fuchs, der nach vorne geht, aber nach hinten schaut. Die achte Stäbe, schnelle Kommunikation. Dieser Mensch hier, der wird jetzt. Und es ist genau dieser König der Scheiben. Es ist dein Gegenüber. Mein Zuseher, meine Zuseherin ist immer die Dame. Das heißt also, das bist du. Und das ist dein Gegenüber. Das ist dieser König der Scheiben. Das ist der gute Freund, der Fuchs, der hier nochmal in die Vergangenheit schaut, nach vorne geht, genau wie er, in die Öffentlichkeit geht, durch schnelle Kommunikation. Aber, und jetzt kommt hier diese Energie, diese Erdenergie nochmal zum Tragen, beschützt. Diese Schirme schützen ihn. Es wird hier nichts gemacht, ohne dass man sich selbst schützt, beziehungsweise auch den anderen schützen möchte. Und es ist so, als wenn das hier so ein Abschluss ist, eine große Linie sehe ich hier dazwischen. Weil hier kommt etwas ins Fließen. Es kommt etwas ins Fließen und wir haben hier von ganz unten nach ganz oben. Und die Störche reichen einen Teil ihres Nestes, einen Ast ihres Nestes in das Ast der Kelche. Und Störche kommen immer, es ist die positive Veränderung, sie kommen zusammen, um ein Leben lang zusammen zu bleiben. Das möchte ich euch natürlich nicht garantieren. Wie kann ich das? Ist auch eine allgemeine Legung. Aber tatsächlich wird hier ein Nest gebaut. Es ist der Nest, das Nest ist das Fundament. Das Fundament dieser Beziehung. Es ist das Fundament von dem, was jetzt hier sich in Gefühlen zeigt. Und es kommt ins Fließen, ins ganz tiefe Fließen aus der Öffentlichkeit heraus. Und das öffnet Türen, Wege, es öffnet. Auch wenn es hier jetzt praktisch der nächste Schritt ist, aber es öffnet dein Herz. Es öffnet die Wege nach Hause. Und dann kommt dieses Pärchen, egal ob es Angestellte, also ein Geschäftspartner sind oder ob es Arbeitskollegen sind oder Nachbarn, es spielt keine Rolle. Es können auch tatsächlich Familie sein. Hier kommt jemand nach Hause. Alte Wege nach Hause gehen. Oh, ihr Lieben, das ist eine unfassbar kraftvolle Energie hier. Es wird immer den Blick nach hinten geben. Es wird immer noch mal den Blick in die Vergangenheit geben. Und ich möchte euch auch nie, ich möchte nichts schönreden, ganz gewiss nicht. Es wird hier geschützte Gespräche geben. Und da sage ich euch, schützt euch auch selbst. Lasst euch nicht nur von anderen schützen, beziehungsweise, dass die anderen sich schützen und du ungeschützt in dieses Gespräch gehst. Du kannst immer die Engel bitten oder die geistige Welt oder das Universum, wie immer du es nennst, und um Schutz bitten.
Du kannst immer sagen, ich habe jetzt gleich dieses Gespräch, bitte schützt mich. Und dann wirst du wie in eine Blase gesetzt. Und durch diese Blase kannst du von innen ganz leicht kaputt machen, sodass man ganz nah zu dir rankommen kann. Aber von außen kann die niemand zerstören. Macht's gut, Iri. Ciao.